Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Command-Block-Tutorial auf der Minecraft Bedrock Edition und heute zeige ich euch einen Trick, wie ihr mithilfe von Command-Blöcken eure Items so stark machen könnt, dass ihr so ziemlich jedes Mob oder jeden Spieler einfach mal one-hitten könnt in Minecraft. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal an. Ich kann euch das nochmal ganz kurz zeigen. Ich nehme einmal mein Schwert in die Hand und jetzt können wir einmal hier zu den Eisengolem gehen. Zack, One-Hit. Wir können das Ganze auch einfach mit einer Axt machen, ist absolut kein Problem. Und zack, alle einfach mal One-Hit weg. So, und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Ihr seht einmal, hier ist die Konstruktion. Wir brauchen zwei wiederholende Command-Blöcke und so einen Redstone-Vergleicher. Im ersten Command-Block, der ist dann auf immer aktiv. Wichtig, dass ihr hier die erste Tickverzögerung auch rausnimmt. Und das ist dann einmal der Befehl Enchant, dann euren Spielernamen Unbreaking 1. Ihr könntet auch at all nehmen, wenn ihr wollt, dass jeder Spieler ja einfach alle Mobs one-hitten kann, einfach mega stark wird. Und genau, dann haben wir einmal diesen Vergleicher oder diesen Verstärker, welcher dann in den nächsten Command-Block zeigt. Dieser ist jedoch auf benötigt Redstone und das ist dann einmal hier der Befehl. Hier geben wir uns einfach den Effekt Stärke, wodurch wir nachher so stark sind mit unserem Item, dass wir die Mobs alle one-hitten können. Wir haben jedoch nur diesen Effekt, sofern wir auch halt ein Schwert oder eine Axt in der Hand halten. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr auch schon ready, das Ganze zu benutzen. Wir können es nochmal ausprobieren. Ihr seht, ich habe hier das Schwert in der Hand. Wir können nochmal hier zu den Eisengolems gehen und die einfach wegklatschen. Zack, zack. Und ich glaube, wenn ihr das bei Spielern macht, ey, da seid ihr auf jeden Fall der PvP-Pro. Die Befehle findet ihr auch natürlich wie immer nochmal in der Videobeschreibung. Heißt, ihr könnt sie euch dort nochmal rauskopieren, je nachdem auf welcher Plattform ihr halt spielt. Ansonsten würde ich sagen, soll es das auch schon gewesen sein. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt auch mal gerne, ob das Ganze bei euch funktioniert hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.